So, hallo, herzlich willkommen zur zweiten Session von den Lightning Talks hier bei JugendHackt Ulm 2018. Den ersten Vortrag hält der Marvin, der hier schon neben mir sitzt, und der hält einen Vortrag zum Thema Freifunk, freier Funk für freie Bürger. Und ich übergebe direkt das Mikrofon an Marvin. Ja, danke. Danke, also ich bin Marvin, da sieht man noch kurz, wie ich auf Twitter zu finden bin. Ja, ich will heute mal Freifunk vorstellen, also zunächst mal, was ist eigentlich Freifunk? Gehört hat man es vielleicht schon mal. Dann, was haben wir für Hardware? Ich habe hier mal so ein bisschen was mitgebracht. Also mit was machen wir eigentlich Freifunk? Die Technik, die dahinter steckt, etwas tiefer im Detail. Und zuletzt dann Beispiele, wo man Freifunk angewendet hat. Ja. Fangen wir an mit, was ist denn eigentlich Freifunk? Zunächst einmal, also hier Logos, ich komme vom Freifunk Stuttgart, von daher ist das auch so ein bisschen auf Freifunk Stuttgart mitgemünzt. Ja, Freifunk ist an sich erstmal ein Projekt für Gemeinschafts- bzw. für Bürgernetze. Ja, also jeder kann mitmachen. Praktische Umsetzung davon ist freies WLAN, weil das WLAN ist das Einfachste, was man machen kann, wenn man irgendwie ein Netzwerk aufbauen will, ohne groß Kabel zu ziehen und so weiter. Häufig auch Hotspot genannt. Wir sind allerdings auch mehr als einfach nur ein Hotspot. Freifunk ist dezentral organisiert. Das heißt, es gibt nicht irgendwie das bundesweite Freifunk. Es gibt einzelne Communities und auch das Freifunknetz selbst wird darauf geachtet, dass es möglichst dezentral läuft. Ja, offen, jeder kann mitmachen und jeder kann auf freien Transit, also freie Netzwerkverbindung über das Freifunknetz beziehen. Das ist in alle Richtungen hin geöffnet, ohne irgendwelche Einschränkungen, vor allen Dingen ohne künstliche Einschränkungen. Es ist neutral, also für uns ist sehr wichtig die Netzneutralität und Inhaltsfilterung gibt es bei uns auf gar keinen Fall. Also darf man auch nicht machen, das ist so die einzige wirklich feste Regel, die es gibt. Und wir wollen auch barrierefrei sein und nutzerfreundlich, heißt, wir haben keine Vorschaltseite, wie sie sehr gerne bei anderen WLAN-Netzwerken genommen wird. Ja, was ist denn eigentlich so Hardware, die wir nehmen? In der Regel sind es handelsübliche Router, die mit freier Firmware bespielt werden. Freie Firmware heißt bei uns Gluon, das ist ein aus Freifunk basierendes Projekt, was auf OpenWRT basiert, also ja auch komplett Open Source Firmware für entsprechende Router. Wir haben so Low-Cost-Router, das hier ist so ein Beispiel davon. Mittlerweile verrufen, die Dinger gibt es ab 10 Euro bei Amazon oder entsprechend bei eBay, bis hin zu professionellen Equipment, professionellen Richtfunkstrecken, wie man da bei dem Bild sieht. Also es werden auch ganze Städte mit Freifunk-Richtfunkstrecken miteinander vernetzt. Und über VPN stellen die einzelnen Router noch eine Verbindung zu unserem Backbone her. Das heißt, über VPN werden quasi die Teile des Netzes, die nicht eh schon miteinander verbunden sind, ja, zusammengeschaltet. Was haben wir eigentlich für Technik? Das ist der ja, wirklich interessante Part, wo sich Freifunk von einem handelsüblichen WLAN zu Hause hervorhebt. Wir haben nämlich Meshing. Meshing heißt, wir bauen automatisch Verbindungen zu benachbarten Knoten auf und daher braucht auch nicht jeder Knoten eine Internetverbindung, sondern das Internet kann sich quasi so über die Mesh-Nodes ja, fortpflanzen, springen. Das ja, ist ein Vorteil, mit dem wir auch gut wachsen können. Internet wird in der Regel über die Gateways, die in unserem Backbone in Form von Servern stehen, angeboten. Das heißt auch, es wird nicht am privaten Anschluss ausgeleitet, was in Zeiten, wo es früher noch Störerhaftung gab, viele Vorteile gebracht hat. Nämlich der private Anbieter war nicht haftbar und die Freifunkvereine sind in der Regel Internetprovider gewesen oder sind Internetprovider. Wir haben als Meshing-Protokoll, Batman nennt sich das, das läuft auf Layer 2, für die Netzwerktechnik etwas mehr verstehen. Das ist so die Ethernet-Ebene, beziehungsweise da, wo eben MAC-Adressen im Spiel sind. Also relativ tief, wenn man jetzt Netzwerke betrachtet. Es gibt auch Nachfolgeprotokolle, die das Ganze eine Ebene höher machen, aber das wird, glaube ich, dann schon zu technisch. Ja. Hier mal ein nettes Bild, wie das mit dem Meshing funktionieren kann. Links, also hinter mir, ist ein klassisches Heimnetzwerk, es gibt alles zu einem mehr oder weniger zentralen Switch.
und ist halt zentral organisiert. Rechts ist, wie so ein Freifunknetzwerk aussehen könnte. Man sieht, man hat an einer Stelle oder auch an mehreren Stellen eine Verbindung zum Internet und dazwischen ganz viele Mesh-Router und die sind alle querbeet miteinander verbunden und man findet den, oder in der Regel findet man den schnellsten Weg zum, ja, zum Ziel. Ziel muss nicht unbedingt Internet sein, Ziel können auch andere Geräte, Handys, Smartphones, IoT-Geräte, alles Mögliche sein. Und dadurch kann man auch an beliebiger Stelle einen weiteren Router, einen weiteren Freifunknoten mit anschließen und das Netz eben so erweitern. Ja, nochmal Freifunk in Stuttgart, beziehungsweise wie kann sowas in der Praxis aussehen? Wir hatten am 17.09., habe ich das letzte Mal nachgeschaut, als ich die Präsentation des ursprünglich gemacht habe, ungefähr 1500 Knoten in Stuttgart, also in der ganzen Region Stuttgart, die mit der Stuttgarter Freifunkfirmware liefen und bei ungefähr 3800 Nutzern, was natürlich schon eine ganze Menge ist. Aktuelle Netzkarte kann man auch immer abrufen, das gilt natürlich nicht nur für Stuttgart, so eine Karte hat in der Regel jede Freifunk-Community, also Freifunk Ulm, ja, gibt ganz viele verschiedene bundesweit und das war eins zu schnell. Was wir unter anderem machen, viel Versorgung von Flüchtlingsunterkünften, Veranstaltungen wie zum Beispiel TEDx oder ab und zu mal ein Barcamp oder ein paar Hackathons, aber auch mittlerweile in Städten. Wir haben zum Beispiel offiziell von der Stadt Esslingen am Neckar die Ausschreibung, die Altstadt mit WLAN zu versorgen, also mit Freifunk zu versorgen in Verbindung mit den örtlichen Gastronomen. Ja, nochmal kurz zur Demo. Ich habe hier, wie gesagt, schon zwei Router aufgebaut. Ich hoffe, dass es funktioniert, weil diese Router können nämlich Wireless Meshing. Wireless Meshing heißt, ich bin jetzt hier mal auf der Statusseite meines Routers, der hier direkt neben mir steht, drauf. Und eigentlich sollte er, ich fürchte nur, es funktioniert gerade nicht, aus welchen Gründen noch immer, mit dem Router, der direkt einen Meter weiter auf der Fensterbank steht, Verbindung aufbauen. Na, wie man sieht, ja, Vorführeffekt, also es tut gerade nicht. Normalerweise würde man hier jetzt sehen, Nachbarknoten und die Transferrate dazu. Machen wir es anders, schauen wir uns mal sowas im Real Life an. Das ist der Screenshot, den ich eben schon hatte. Wie man sieht, hat man hier in Beuren, ist das, quer durch den Ort entsprechende Richtfunkstrecken ja, gelegt, bis hin zu einer Burg und ja, Kirchturm, alles Mögliche. Und hat so von wenigen Orten in diesem Ort, die einen Internetzugang haben, quasi den ganzen Ort mit einem Freifunknetz versorgt und so mehr oder weniger flächendeckend, ja, eine Infrastruktur aufgebaut, eine offene Infrastruktur, an die sich jeder beteiligen kann. Und ja, wenn ihr Interesse daran habt, gerne bei eurer lokalen Freifunk-Community selbst einen Router, also einen Node mit aufstellen oder ja, mal vorbeikommen. Es gibt in der Regel regelmäßige Treffen. Ja, dann erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und gibt es noch Fragen, Anregungen, Kritik? Also erstmal vielen Dank, Marvin, für den tollen Vortrag und wir haben in der Tat noch Zeit für einige Fragen von euch. Was sind das für Punkte auf der Landkarte gewesen? Die Punkte, die Rosan. Das ist jetzt jeweils hier, also schauen wir uns den Knoten mal an. Hier haben wir einen Knoten in Beuren in der Tiefenbachstraße und die Punkte sind quasi jeweils ein Nutzer. Das heißt, hier unten sieht man auch 8 Nutzer und ein Punkt entspricht einem Nutzer, der aktuell an dem Knoten angemeldet ist und so sieht man relativ schnell, wo sind die stark frequentierten Knoten, wie verteilen sich die Nutzer. Ja? Hast du zufällig Erfahrung direkt mit dem Thema Offloading? Mehr oder weniger schon, also ja, ein paar Offloader. Also vielleicht nochmal kurz für die anderen, was Offloading ist. Wir haben VPN-Tunnel zum Backbone, über die auch in der Regel der Internetverkehr fließt. Und diese VPN-Tunnel laufen verschlüsselt. Das heißt, wenn man da viel Daten durchkriegen will, braucht man viel Rechenleistung. Und das Ganze ist eben Offloading, wo man dann etwas stärkere Hardware als hier so, ja, ich nenne es jetzt mal Billig-Router, nimmt. Also durchaus x86-basierte PC-Systeme oder sowas in die Richtung. Ja.
braucht man ja, also wenn es als eine Quelle gibt, wo man ins Internet geht, dann braucht die ja auch eine dementsprechende Bandbreite dann, oder? Da, wenn dann viele Nutzer drauf sind, dass die dann alle befriedigt werden, oder? Ja, also das, was ich so Backbone genannt habe, sind mehrere Server, die in Rechenzentrum stehen, also auch entsprechend angebunden sind, mit, ich sag mal, mindestens 100 Megabit pro Sekunde, eher schneller. Und über diese Server wird dann ins Internet ausgeleitet. Also das heißt, es gibt mehrere Server, die das Backbone bilden, dass wir auch eine große Redundanz haben, was über Mesh-Netzwerke ja relativ einfach geht. Und die leiten dann auch ins Internet aus. Es geht bis dahin, dass zum Beispiel im Rheinland es ein eigenes autonomes System gibt. Das heißt wirklich, dass dass Freifunk Rheinland als gleichberechtigter Partner im globalen Internet-Traffic im Peering mit teilnimmt. Also da ist durchaus Durchsatz vorhanden. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Okay, dann habe ich noch eine Frage. Also angenommen, ich finde euch total toll, will euch unterstützen, hab ein wenig Platz auf meiner Fensterbank frei und auch ein paar Euro übrig für so einen Router. Wie gehe ich vor? Also am besten mal schauen, auf freifunk.net kann man schauen, welche Communities gibt es. Dann die lokale Community schauen, was die so anbieten. Da kann es mehrere geben. Also es gibt durchaus Regionen, wo es recht viele Communities gibt. Und danach würde man schon auf die Firmware-Seite von der Community gehen, sich die Software für sein Routermodell runterladen, auf dem Router installieren und ihn anschließen. Und im Prinzip wäre damit schon der Freifunk-Hotspot fertig. Also es ist vielleicht ein Projekt von maximal einer Stunde, wenn es keine komplizierteren Installationen sind. Okay, kannst du mir noch schnell zeigen, wie das jetzt für Ulm zum Beispiel aussehen würde? Ja. Für mich als Ulmer natürlich wahnsinnig interessant. Also Freifunk Ulm. Sieht man hier auf freifunk.net den Wiki-Eintrag. Geht dann zum Mitmachen. Das ist überall ein kleines bisschen anders, die Struktur, aber man findet sich in der Regel zurecht. Genau, kann man sich alles durchlesen. Ich gehe mal direkt zur Firmware. Passende Firmware. Kann man hier die Firmware-Dateien sich aussuchen und hat dann hier einen netten Dialog, also zum Beispiel, welchen Hersteller nehmen wir. Ich nehme mal für den Router hier, das ist der TP-Link WR841ND. Da sieht man hier, es sind einige unterstützt. Neuerdings sogar Fritzboxen, dank dem Engagement der Darmstadter Freifunk-Community. Wählt sich die Hardware, sagt Erstinstallation, Stable, und dann lädt er eine Datei entsprechend runter. Und die kann man dann als Firmware-Update flächen. Vielleicht auch noch interessant, aktuelle Entwicklung. Gestern hat der Bundesrat beschlossen, dass Freifunk stärker gefördert werden soll in Form von Gemeinnützigkeit. Also ist mittlerweile auch bundespolitisch ein großes Thema.